Die Idee für den Look von Dorothee Schumacher Kollektion Frühjahr Sommer 2017 ist eigentlich ein Wet Look, der sehr natürlich funktioniert, arbeitet mit sehr viel Glanz am Oberkopf, ein Mittelscheitel und das Haar bewegt sich. Der Oberkopf war überwiegend mit der Style Pomade gearbeitet, denn diese bleibt flexibel, kreiert einen Wet Look, wenn man sehr viel davon verwendet. Aber das Haar wird nicht hart, das heißt, wir konnten direkt backstage das Haar noch umformen und eben in die Form bringen, die wir dann direkt vor der Show gebraucht haben. Und für die Längen und Spitzen haben wir mit Molding Cream gearbeitet, die macht das Haar ein bisschen schwerer, weil wir auch sehr viel davon verwendet haben und kreiert einen strähnigen, texturierten Wet Look.